Willkommen zum Halbfinale Game of Goats, Jakob gegen CCG. Genau genommen hier CCG Christoph. Und ja. An diesem Punkt sei übrigens auch nochmal TCG Arztendienst erwähnt, der die Preise fürs Turnier sponsert. Genau, Link ist in der Beschreibung. Und in der Infokarte müsste eigentlich auch sein, wenn ich dran denke. Geht los, ich fange nicht an, Starthand ist so Also so richtig So. Immer das Nexarion. Set Monster kann man mal reingehen. Sakuretsu? Nee. Nein, einfach nur der Night of Silent, okay. Ja gut, das ist dann halt so. Immerhin musst du von der verdeckten Karte keine Angst mehr haben, außer es ist ein MST. Ja, ich habe trotzdem nochmal 2 gesetzt, weil... Charity, so. Das ist solide. Noch mit Serpent? Nein. Einfach nur so. Ohne Value. Ist trotzdem immer noch neutral, also von daher. Zarborg, okay. Ist die Preisfrage. Ja gut. Und noch eine Setcard, wow. Geht ja gleich mit Spannung los. Das Video ist übrigens wieder abgespeedet. Sprich, das Jahr hat doppelt so lange gedauert. Genau. Und MST von oben. Ja, bringt nur leider nichts. Kann halt immer noch nichts machen, immer das noch keine Monster. Wohl wahr. Ich meine, es gibt auch nicht wirklich Stufe 3 Fusion, sonst was du mit auf Hose holen könntest. Ja, den Spirit Reaper wollte ich dann irgendwie auch nicht normeln, deswegen. Einfach nur Set Go. Und es war ein MST. Ja, MST auf MST, der Klassiker. Also, wo du nicht geschossen hast, würde ich mal sagen. Ansonsten wäre dein Ring auch noch weg gewesen. Da ist ein Pot. Das ist jetzt tatsächlich ärgerlich. Weil jetzt geht er plus. Ja, das ist doof. Oh, und ich, noch ein Pot. Oh, mein Handy klingelt. Kann gerade nicht. Dann drückst du halt weg. Ah, er hat nicht den Pot genommen, sondern die Charity. Mhm. Noch ein Night of Silent. Er geht halt nochmal plus. Und nochmal Sündenböcke. Ja gut, mit Night of Silent noch auf der Hand ist es nachvollziehbar, dass er sich lieber die Charity genommen hat. Anstelle des Pots. Ja, es ist nur... Es macht schon wieder alles nicht besser. Für dich nicht, das ist richtig. Weil aktuell ist er halt verglichen mit dir auf plus 4. Das ist alles so ein bisschen ärgerlich. Und du hast Käse auf der Hand. Den übelsten Käse. Ja. Noch ein Donnerdrache, nochmal plus 1, sehr gut. Ja, das läuft. Also, das kann man alles durchaus mal machen. Es fängt gerade an, so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Weil, wie gesagt, der ist plus 5 vor dir. Und noch ein Exarion, der tut weh. Ja, der latscht aber Vollgas in den Ring rein, weil das brauche ich jetzt nicht. Wehtun tut er trotzdem, halt euch beiden. Ja, genau, aber die Sache war, also eigentlich muss man natürlich Nexarion nicht direkt mit dem Ring umschießen, aber die Sache ist, dein Hand Blatt sagt halt, ich werde den nicht los. Richtig, dein Blatt war halt so scheiße und ein Nexarion zubucken ist auch nicht so das Wahre. Oh, der Liquid Duo. Ja, das bringt nur leider nichts, weil er ungefähr, also ich hab's jetzt zündet. Da wären wahrscheinlich beide Donnerdrachen. Nein, Oh, Heavy aber Storm. Er kann jetzt halt noch for free, also er kann das halt for free wieder, er hat halt einen Free Discard. Ich wusste, dass mir das Ding kein Plus macht. Ja, das ist aber, neutral. Ja. Dann fehlt noch, das war halt wenigstens irgendwas. Da fehlt noch der Jinzo. Oh, hat er nicht mal. Oh, Scapegoat. Dann kannst du zumindest eine Weile stallen. Ja, damit kann ich ihm zumindest auf den Keks gehen. Und wer weiß, du hast jetzt den ganzen Bullshit gezogen. Irgendwann muss ja was Gutes kommen. Tribut Donnerdrache. Ohne vorher irgendeinen Control... einen Mind-Control-Effekt zu benutzen. Kann man auch mal machen, würde ich sagen. Ja, jetzt die Goats einfach nur für Death. Ich weiß nicht mal, ob die gerade notwendig gewesen wären, weil ich meine... Na gut, das Metamorphose auf der Hand insofern. Oh, ja, genau, das war auch und der Parshot ist auch relativ angenehm, würde ich mal sagen. Ja. Hätte ich jetzt bauen können, aber... Ja, ich dachte, komm, ich räume mir jetzt einfach seinen Donnerdrachen ab. Ich hätte auch seine Verdeckte abräumen können, also ich wusste, dass es nein, das, weil ich kann den eh nicht aufdecken. Er kann ihn eh nicht aufdecken, von daher ja, gut. Dachte ich, ist egal. Man hätte natürlich auch argumentieren können, dass man sich die Verdeckte krallt und dann tributet für Parshot, aber er hat 2 Backrow-Karten, die du nicht kennst, von daher. Ja.
Aber naja, mit dem Top-Deck war es dann eh wurscht. Chaos Sorcerer. Und das dumme Ding hat leider einen Prio-Effekt. Weil so waren die alten Rulings halt. Ja, aber sonst hätte ich es nämlich zubucken können, bevor er den Effekt benutzt. Aber so, Keenheit. So, da habe ich jetzt überlegt und dachte dann, und hatte dann den Night Assailant falsch im Kopf gehabt. Ich dachte irgendwie, der Kollege kann nur auf offene Karten schießen und dachte, wenn ich in Response meinen Thousand Eyes zubucke, dann bringt das irgendwas. Spoiler tut es nicht. Gut, kann ich gerade nicht auf die Karte drauf zappen, aber. Aber die andere Sache, die man natürlich sehen muss, das Duell war an der Stelle eigentlich offen. Das ist tatsächlich auch gar nicht mal so daneben, weil mit dem Chaos Sorcerer bringt ja auch dein Reaper nichts mehr. Nicht, dass mit dem Night Assailant vorher anders gewesen wäre. Ja, da habe ich ein bisschen zu schlecht gezogen, so insgesamt gesehen, so. Premature Burial ist nett, aber tut's nicht. Versuchen kann man es ja trotzdem. Ja. Ich habe erstmal versucht, das auf Thousand Eyes zu machen, bis mir dann aufgefallen ist, Augment Meter zählt nicht als Fusionsbeschwörung. Dann hast du halt Nexarion genommen. Ja, der ist nicht so toll. Weil der kann halt nicht über den Chaos Sorcerer drüber und der Parsch halt auch so irgendwie nicht. Also dran auch trotzdem ein paar Stadtcode, der Hoffnung, vielleicht irgendwas Gutes nachzuziehen. Genau. Einfach hier quasi den Upstart gezündet, der ein bisschen Damage macht. Heilgegenbrecher. Ja, ja, gut. Das war durch an dem Punkt. Zweite Runde, du gehst natürlich first und hast einen Deliquent Duo Starthand. Das ist doch mal ganz nett, würde ich sagen. Das vergessen die Karte zu ziehen. Ja, das ist mir dann wieder mal ganz am Ende aufgefallen. Ring? Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, Donnerdrache, das ist nicht so. Es ist auch okay, dann geht er nicht plus. Ja. So, End of Turn und jetzt ist mir aufgefallen. Na gut, die Scapegoats, die hättest du vielleicht gesetzt, so, aber... Wie man sieht, er hatte den zweiten Donnerdrachen auf der Hand, von daher war es dann doch wieder... Wow. Deswegen hat er den einen noch abgeschmissen, weil er E2 hatte. Weil der Random Hit war ja der Ring. Ja. Das ist natürlich immer das Problem bei Donnerdrachen in dem Haus. Man kann mit Doppeldonnerdrache öffnen. Und das ist dann tatsächlich gar nicht mal so gut. Das ist der Exarion, der gleich mal die Biege macht. Oh, er aktiviert den Effekt sogar, das heißt, er macht nicht mal die Biege. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich den Effekt machen möchte oder nicht. Habe ich dann dafür entschieden, ja, weil die Sache ist wieder, ich werde ihn sonst nicht los. Man hätte es theoretisch sagen können, du machst es nicht und wartest deine Karte ab, was du ziehst, aber er hat zwei Karten mal wieder gesetzt. Und ich meine, nach dem Topf wird dir wohl irgendwas nachkommen. Ja. Ja, irgendwas, aber nichts, was dir was weiterbringt. Nee, das war richtig gut. Jetzt war überlegen, ob ich trotzdem den Call setze. Antwort, ich glaube, ich habe ihn dann gesetzt. Ja, verdeckt liegen auch schon Scapegoats, ne? Ja, ich habe ihn jetzt gesetzt, weil ich dachte, wenn der jetzt in den Random MST reinlatscht, ist das eigentlich voll gut, weil bis ich mal jetzt ein Monster ziehe, das dann auf den Grave wandert und ich es dann noch mit Call wiederholen kann, ist Weihnachten. Aber im Gegensatz zu dir zieht er sogar brauchbare Karten nach, wobei jetzt gerade einen von beiden skippen musstet. Donnerdrache und Book of Moon, na gut. Also sobald er irgendwas macht, hast du super Blatt. Ja, so, noch muss ich nicht zu Handsize discarden, also sag ich wieder einfach go. Ah, er macht was. Gewesen, dass er eine Karte setzt, damit ich, ja genau so. Er hat eine Karte gesetzt, heißt ich kann Nobleman draufschießen. Hey. Wenn jetzt ein Night Assailant kommt, wäre das ziemlich gut. Ja, so, da dachte ich, komm. Und es ist der Night Assailant, ja hallo. So, jetzt ist hier an dem Punkt ein bisschen Gedudel, weil Decks zeigen. Ich glaube, wenn man zwei weggelegt hat, muss man das Deck nicht zeigen, weil mehr kann man eh nicht im Deck haben. Trotzdem. Also du musst das auf jeden Fall zeigen. Ja, ich auf jeden Fall, um zu beweisen, dass ich keinen drin habe. Aber wenn er schon... Aber doch, man muss das. Okay. Er war mir auch noch nicht sicher. Kurz durch seinen Deckhaufen durch. Aber nichts, da war gerade auf Anhieb nichts allzu Ungewöhnliches zu sehen. Enemy Controller muss man jetzt nicht spielen, aber kann man machen. So, ich habe ja natürlich wieder keinen Play, weil ich kein anderes Monster habe. Und er hat einen Topfdeck hier von oben. Ja, ich hatte auch einen. Darf er auch einen haben. So, dann bringt ihm aber wieder nichts. Oh, hey, du hast ein Monster. Ja.
Den kannst du theoretisch sogar zweimal aktivieren, indem du, wenn er gleich jetzt nichts macht, theoretisch, was der Fall ist, zu Koyomin den wieder zudecken kannst. So, hier hatte ich jetzt überlegt, ob ich für den Pott gehe, um Karten nachzuziehen, aber dachte dann, nee, ich glaube, es ist besser, hier fürs Duo zu gehen. Weil du hast schon viele Karten auf der Hand, da ist ihn minus gehen lassen besser. Ja, genau, weil die Sache ist, es ist Donnerdrache und Night Assailant raus. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie er mit Duo nicht minus 1 geht, ist Schlange. Spiegelkraft, schon mal ein Hit. Und ja, das. Ja, genau, so. Jetzt natürlich noch Tsukuyomi, um deine Karte zu recyceln, weil... Weil gut? Ja. Und ich meine, die Serpent kannst du in der Endphase beruhigt abwerfen, weil ich meine, du sie kriegst ja sowieso wieder. Genau. Dann habe ich, da habe ich auch lange dann überlegt, ob ich End of Turn einfach zu Handsets discarde oder ja, halt was Vernünftiges irgendwie hier, also noch was setze. Aber dachte dann, nee, keinen Bock in Heavy reinzuladen. Ich meine, er hat nur eine Setkarte, die selbst der Heavy sein kann, theoretisch. Eben. Wobei, du hast das Deck gesehen, war der Heavy da schon da noch drin? Weil die Karte lag, bevor du das Deck gezeigt hast. Ich habe nicht drauf aufgepasst. Ja, das ist so, dass man hinterher merkt, ach ja, da hätte man drauf achten können. Aber hinterher ist eine Sache. Ja. Also Endfass, zuck Jumi auf die Hand zurück und Dings. Discard to Hand Size. So. Ein Begriff, der in Yu-Gi-Oh! Verdammt selten benutzt wird. Das stimmt. Zumindest und es war der Dingens hier. Na, was für eine Überraschung. Also rückblickend alles richtig gemacht. Easy going. Ja. So. Goats natürlich angekettet, weil warum nicht? Torrential Heavy. Ich hab ja Torrential gesagt. So, da hat er keinen Bock mehr auf deinen Magician gehabt. Ja, das ist. Das kann man jetzt gar nicht nachvollziehen. Ja, so gar nicht. Aber du hast alles, um den loszuwerden, von daher. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. So, da verdeckt kann keiner das Silent liegen, das weißt du ja. Abgesehen davon, dass du sowieso ein Nobleman. So, du kannst sogar raussuchen, womit du. Deko Ishi, hey. Das heißt, wieder Decks zeigen. So. Ja, ich hätte jetzt wieder technisch gesehen komplett durchschauen können, ob noch irgendwas dabei war, was mir. Also ich hätte jetzt technisch gesehen, wenn ich es vorher gescreenshottet hätte, jetzt wieder gescreenshottet hätte, hätte ich wahrscheinlich seine Hand abschätzen können. Aber ja, hätte ich wahrscheinlich tun sollen, weil ich ja den zweiten Nobleman hatte. Also es wäre wahrscheinlich richtig gewesen, das Deck zu screenshotten. Ja, wär's. Auch wenn es technisch gesehen verboten gewesen wäre, weil du darfst in Yu-Gi-Oh! Nichts aufschreiben und screenshotten wäre ja dem gleichgekommen. Das ist Auslegungssache und in den Regeln nicht definiert. Es ist aber definiert, dass du dir nichts aufschreiben darfst. Trip-Telefon. Wie auch immer. Du hast natürlich keine Möglichkeit, den Parshad irgendwie zu rufen, weil du kannst die Dinger ja nicht. Ah ja, Serpent, da war was. Und gleich wieder auf dem Frieden. Und nee, du normalst sie sogar. Na gut, warum nicht? Er hat ja anscheinend sowieso nichts der Gestalt. Kannst du sie ja beruhigt normeln, weil falls jetzt was nachzieht, Sobot, du hast ja noch relativ viele Lebenspunkte und falls er das nicht, kannst du im nächsten Zug den Parshad droppen. Sprich, er ist jetzt auf dem Topdeck angewiesen. Abgesehen davon, dass du sowieso noch ein Book of Moon liegen hast. Was Hi. Jetzt nichts mehr bringt, weil er wieder diesen scheiß Chaos Sorcerer hat. Tschüss, ist das Serpent. Ich hatte übrigens wieder das Bookset. So, jetzt geht er hier all in. Und du topdeckst den Heavy Storm! Das, da habe ich auch. Deswegen habe ich mich darum entschuldigt, weil das tut man einfach nicht an der Stelle, den Heavy zu topdecken. Das tut man einfach nicht. Aber aktivieren tut man da natürlich trotzdem. Ja, aber das tut man nicht, den hier zu topdecken. Wow, Torrential, Call, Shop Tornado und ein MSD. Ja gut, das weiß nicht so. Ja, okay, im Endeffekt war es eine Live-Trap. Aber du hast eine Meta. Genau. Man könnte sogar argumentieren, den gleich zu opfern und für einen Parshad zu gehen, um in die Karte zu ziehen und den Damage zu drücken. Es hätte aber nicht für Game gereicht. Richtig. Und ich meine, du bist sowieso. Und jetzt hat er wieder ein Set, deswegen Chilis auch wieder aus. Normalerweise hätte ich jetzt tributet und dann BLS durchgezimmert, aber jetzt wird es natürlich wieder ausgechillt. Weil jo. Aber ich latsche mir schon für 2-3 rein. So, Charity hier nicht aktiviert, weil. Pff. Und da Heavy Storm und MST und Staub von da raus, da kannst du ja gemütlich auch die Sündenböcke setzen, obgleich sie nicht live sind.
So, ich chill's hier weiter aus. Wenn du dich noch fake könntest du setzen. Mache ich auch, glaube ich. Weil du hast so viel Zauber im Friedhof, die du gerne hättest. Mhm. Und wie gesagt, er hat das meiste der Nervige ja auch raus. Gut, er hat noch theoretischen Nobleman, er hat aufgegeben, okay. Ja, so, los geht's. Oh, sauber Startblatt und er wird jetzt mit Eliquin Duo deinen Topf erwischen wahrscheinlich. Typisch wär's. Nee, er hat einfach nur Thunder. Nee, gut, aber den dreimal im Deck, das ist nicht so abwegig. Ja, Set eine, ich bin zweiter Nobleman, nicht so toll. Aber du hast ja noch Topf. Huh? Ah, there we go. Ja. Das war jetzt eine Überlegung gewesen. Aber dann dachte ich, okay, ich versuche das hier jetzt einfach mal. Ich versuche ihn mal minus 1 gehen zu lassen. Und er muss einen Regigi-Brecher zünden. Also sprich, im Endeffekt ist es minus 1. Nicht wirklich, weil er hat einen Donnerdrachen abgeschmissen. Ja, aber der Regigi-Brecher ist weg. So gesehen. Oh. Also ja, man kann es so und so sehen. Jedenfalls, er setzt noch einer, hast dieses Mal einen Breaker, nehme ich an. Oder du droppst einfach nur den, weil du hast einen Topf aktiviert. Insofern ist der jetzt nicht wirklich schade. Ja, das war ein Versuch. Nobleman? Fragezeichen? Oh, nö, nicht mal. Aber leider Standby Face Regigi-Brecher. Ja, gut. Da war er vorsichtig, das hat sich ausgezahlt. So. Jetzt wird der Dude genormelt. Und ich war gerade so richtig schön am Überlegen gewesen, ob ich jetzt auf den Schuss gehe oder nicht, aber die Entscheidung hat er mir dann abgenommen. Und da du noch nicht mal die Zauberzellmarke draufgelegt hast, gab es auch nur 1600 Schaden und nicht 1900. Ja, er hat anscheinend den Response darauf. So. Er denkt sich so, was du kannst, kann ich auch. Ja, nö, da chainen wir mal. Und da du. Na, du brauchst nicht mal Nobleman theoretisch machen. Und er hat wieder eine Set. Und für die einen lohnt sich der Heavy Storm halt auch nie. Natürlich nicht. Ich dachte, so, das deswegen dachte, ja, außerdem, ich habe hier einfach Lady an. Warum nicht? Sakuretsu? Bums. Nee, Book. Ja, Book. Ja gut, aber der Breakout war der nicht vorbei, weil der nur 1600 Attack hat. Nicht, dass du Nobleman aktivieren müsstest. Ich habe hier echt lange überlegt, ob ich da den Nobleman drauf schießen soll. Also wer sich wundert, hey, ist doch eine Live-Aufnahme. Ja, man kann Wartezeiten rauscutten, man kann Überlegungszeiten rauscutten. Aber dann dachte ich, nee, komm, es ist nur der Brecher verdeckt. Was soll passieren? Ja, das kann passieren. Ich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber du weil hast jetzt, eine Sakuretsu-Armor. Jetzt wird's echt eng. Jetzt wird's wirklich eng. Wieso, du bist noch auf der Hälfte? Ja, aber er spielt Chaos-Version. So, zweiter Nobleman abgeschmissen, weil's wurscht ist. Rums, set noch eine und go. Und jetzt Plot-Twist, da verdeckt liegt ein Heavy Storm. Na, erstmal ein Pot von oben. Pot von oben. Into Charity. Ja, klar. Lass mich raten, er hat noch einen Donnerdrachen und die Schlange, die jetzt abschmeißt. Nein. Night of Silence. Darum geht's gar nicht. Night of Silence, das ist egal. Night of Silence hat kein Target. Achso, stimmt. Aber Into MST auf die Sakuretsu Armor. Die andere ist ja tot. Darauf geht er einfach Into BLS. Sehr schön. Für Angriff tot. Wow. Ja. Also das war sauberer Topdeck, muss man halt doch mal sagen. Das war in der Tat durchaus ärgerlich. Ja, da kannst du nichts machen. Ich war schon, ja genau, sorry für den Move gerade. Ja. Andererseits kann man jetzt auch sagen, vorhin dein Heavy Storm Topdeck. Klar, der war nicht so devastating im Endeffekt, wie er, aber du wusstest halt nicht, was er da verdeckt liegen hat. Aber ich behaupte mal, der Topdeck hier war krasser als der Heavy Storm. Weil das ja noch gepaart war mit dem richtigen Treffer auf dem MST. Das war in der Tat etwas. Zumal er nicht wusste. Also gut, ich hätte mit dem MST an seiner Stelle auch auf die neue gedrückt, weil die alte habe ich aktiviert. Aber es hätte halt auch genauso gut sein können, dass die alte sonst was ist, weil ich hatte bis dahin noch keinen Grund, die alte zu aktivieren. Was auch immer da gelegen haben hätte können. Genau. Weil hätte auch sein können, dass da ein Raigeki-Brecher lag und du kein gutes Target auf der Hand hattest, aber in so einem Fall natürlich den trotzdem aktivierst. Ja. Aber er ist hier voll YOLO gegangen und wurde belohnt. Ja. Vorher damit Z4 war auch richtig gewesen, eigentlich. Ja, der Top-Deck-Heavy-Storm war halt dann. Ja. Es war
Ich kann ihm absolut nichts vorwerfen. Es war absolut richtig gespielt. Er ist genau dann YOLO gegangen, als er das Gefühl hatte, jetzt YOLO gehen zu müssen. Und hat sich halt ausgezahlt. Also von daher, es war richtig gespielt. Es ist halt nur ärgerlich, dass ich nichts tun konnte. Der Heavy, um den Heavy auf der Hand hat er schön rumgespielt. Ja, und immer einig setzt, während du auch eine verdeckt hattest. Ja. Na, ich hatte ja die ganze Zeit keine verdeckt, deswegen hat er ja... Und dann den Nomen habe ich ja dann nur irgendwann gesetzt, weil ich wirklich nichts... Es war natürlich auch unfortunate, dass ich die ganze Zeit die Metamorphose in der Hand habe, Goats gezogen habe. Oder Serpent. Oder Serpent. Ja, also ich habe halt quasi das ganze Duell mit drei Karten weniger gespielt, weil diese drei Karten, der Nobleman, die Metamorphose und der Heavy, waren halt auf meiner Starthand gewesen und ich habe sie das ganze Duell nicht benutzen können. Sowas kann passieren. Aber ja. Man darf nicht vergessen, das Ganze hat auch irgendwo sein Gutes. Denn die Zuschauer kriegen, was sie sehen wollten. Nämlich uns zwei im Spiel um Platz 3. Ey. Nein, sie hätten lieber uns im Finale gesehen. Ja, aber uns gegeneinander wollten sie in erster Linie sehen. Ja, das kommt dann also auch noch per Gelegenheit. Aber erst nächste Woche. Ja. Wo ich sogar im Urlaub bin, wenn wir spielen müssen, fällt mir gerade so auf. Das kriegt man hin. Vielleicht spielen wir auch vorher. Mal sehen. Ja. Bis dahin auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.